Hello folks, welcome to this new episode of Let's Play World of Tanks with my, the host, Icarumba. Nur Spaß, natürlich eine deutsche Version von Let's Play World of Tanks. Ich dachte mir, ich erschrecke euch mal ein bisschen. Ja, ihr seht den Rudi hier, von mir selbst gespielt. Da habe ich mal eine Runde ausgepackt mit dem und zwar hatte ich da das Thema, ich bin leider als Load hierhin diese Runde gematcht worden. Ich werde natürlich meinen Kommentar Stil hier in dem Fall ein bisschen gemächlicher machen, weil ich bin da jetzt, ich kann da jetzt nicht so mitgehen wie bei einem eingesendeten Replay von euch, weil A, weiß ich selber, wie die Runde gelaufen ist und ich fände es irgendwie ein bisschen strange, wenn ich da jetzt mich so feiern, so hart feiern würde bei der einen guten oder so richtig niedermachen würde bei einer schlechten Szene. Deswegen wird das Ganze ein bisschen entspannter als vielleicht sonst bei den Replays. Ja, ihr seht, ich fahre hier erstmal in die Mitte und warte natürlich ein bisschen ab, wohin sich das Team so verteilt, weil wichtig ist ja hier, als Load hier jetzt nicht zu overpacen, weil ihr seht, es sind 7er und 8er und lediglich 3 6er am Start. Also von dem her muss man hier ein bisschen entspannter sein. Wir schauen uns den Rudi nochmal an. Wirklich ein schöner Panzer. Gut gemacht. Auch die Aufbauten und die Lackierung. Also den kann man wirklich stehen lassen. Ihr seht, weiterhin in der Mitte bleibe ich und verharre der Dinge. Und hier ist die Hellcat. Zack. Kann man gleich die erste geben. Ich muss leider immer ein bisschen aufpassen hier mit dem Panzer, weil ich selber habe noch keine Crew mit sechsten Sinn drin. Deswegen hier immer so ein bisschen in Bewegung sein, ein bisschen aufpassen. Gerade mit der gegnerischen Lorraine. Wobei, das ist wiederum der Vorteil als niedrigeres Tier. Und die ISO macht die Hellcat mal ganz easy weg. Als niedriges Tier wird die Arti hoffentlich eher auf die Panzer gehen, die auch das Problem sind. Ich habe übrigens Premium geladen. Weil wie gesagt, man muss auch nochmal ein bisschen das Thema Penetration. 144 mit Normal und mit Premium dann doch 194. Das ist einfach bei den 8er Panzern definitiv notwendig. So, ihr seht, ich habe hier nicht geschossen. Jetzt kommt da noch ein T29. Der übelste Zerleger. Und hier, der war gut geschossen von mir selbst, um mich da doch ein bisschen zu loben. Oben ging er auf die Kommandantenkuppe. Der war ein bisschen zu niedrig. Das ist er abgebrannt. Da jetzt ein T-150. Aber komme ich jetzt noch nicht drauf. Deswegen schaue ich noch mal ein bisschen weiter vor. Der fährt da jetzt runter. Immer noch nichts erreichbar. So, der, und jetzt der T-37. Der hier sich unten anschleicht. Das ist jetzt natürlich das Ziel der Dinge. Deswegen da jetzt aber auch wieder normal. Zack. Und nochmal eine Normal-AP-Schelle. Auto-Aim. Und mit Auto-Aim funktioniert. Also auch das, was ich so häufig in Let's Plays gesehen habe, funktioniert dann doch mal. Dass man auch mal Auto-Aim nutzen kann. So. Der Type, da hätte ich ein bisschen schneller machen können, aber meine Reflexe sind echt nicht mehr die besten. Und ihr habt es übrigens gesehen, die Siegrate vom Team war irgendwas bei 19 oder 21%, wurde im Chat geschrieben. Und mein Team ist gerade in Führung liegend mit 5:2. Und das, obwohl wir wirklich ein paar Tomaten haben und ein paar Orangen und die eigentlich nur zwei Stück, sonst eigentlich ein sehr solides Team haben. So, jetzt auf den Suppen-Pershing. Ich habe ganz viel Schaden auch ermöglichen können. Das seht ihr am Ende der Runde in der Endauswertung. Also es waren doch 2600 Schaden. Also habe ich auch teamdienlich spielen können hier hinten. Das ist ja auch mein Tipp an euch. Wenn ihr Load hier seid, fahrt nicht in den Suizid, sondern versucht trotzdem sinnvoll mitzuspielen und bringt euch gut ein, weil es kann klappen. Jetzt steht es aktuell 6:5 für den Gegner. So, weiterhin hier nicht viel los. Lustigerweise, man sieht es ganz gut, das Gegnerteam ist auf der einen Seite 1er, 2er, 3er Linie durchgedrückt und herrscht dann dort. Und mein Team wiederum, die 9er, 0er Linie, ist da herrschend. Oh, Suppen-Pershing. So, jetzt hoffe ich, kann die ISO da was machen. Und ich... So, ISO hat den Suppen-Pershing weggemacht, das ist wichtig. Ich wiederum gehe jetzt auf den Tiger.
hatte jetzt hier ein bisschen Glück, dass die Lorraine mich nicht getroffen hat, sondern nur der Splash mir die Kette beschädigt hat, weil das hätte unangenehm werden können. Deswegen jetzt hier auch die Bewegung erstmal da so ein bisschen von der Seite weg. Und hier jetzt mal drücken. Der Type hat 162 HP, das wird noch eine kleine Szene, nette Szene jetzt geben. Da könnt ihr auch mal ein bisschen auf den Chat achten. So, da steht der Type. Type verschießt, ich schieße ihn in die Ketten. So, ich lade jetzt direkt Premium durch. Verschießt nochmal, Type trifft. Aber shit egal. Und jetzt mache ich ihn weg. Und jetzt so ein kleines Schmunzeln, wenn ihr auf den Chat guckt. Ich find's immer wieder lustig. Fick dich, du Goldnutte. Er selber spielt einen Premium-Panzer und jetzt kommt dann Löwe. Er selber spielt Premium-Panzer und ist ein Tier-8er. So, Arti schießt weiterhin auf mich. Der Löwe ist natürlich jetzt ein Thema für sich. Ich habe jetzt hier keinen Support hier großartig. Die Arti hat ihn Gott sei Dank schon getroffen. Ich bleibe natürlich jetzt bei Premium. Leider verschossen. Aber Löwe hat jetzt 10 Sekunden Reload. Das heißt, das ist mir natürlich bewusst. So, zack, einen konnte ich noch setzen. Arti macht ihn jetzt auch weg. Da konnte ich doch ganz gut und teamdienlich spielen, indem ich die zwei Achter da rausgenommen habe. Arti schießt weiterhin auf mich. Bin ja scheinbar das größte Problem der Arti. Und jetzt ein Knutsch-Smiley von mir. Das galt natürlich dem Type. Konnte nicht früher antworten, leider, weil ja, ich musste ja noch ein bisschen Schaden austeilen. Und es steht 11 zu 8. Und dann schreibt er Use AP. Finde ich lustig. Ja, kommt nur ein kleines Nö von mir zurück. Ich hoffe, ich habe nicht geflammt. Ich bin da gar nicht mehr so im Thema drin. Ich denke aber nicht. Ich glaube, ich habe mich da beherrscht. Weil fick dich, die Goldnote. Ist eigentlich ja doch irgendwo, weil du halt nichts kannst. Ja, also der Type kann natürlich nicht mit seiner Schmach der Niederlage gegen einen Sechser auszuscheiden leben. So, T34 mit Auto-Aim. Nicht angekratzt. So, und jetzt hier weiterhin auf ihn drauf. Und jetzt der T34. Ich bin ein One-Shot für den. Das ist natürlich ein ganz klar negativer Punkt. Und jetzt wird's eng. Und die Arti hilft und rettet mich. Ideal. Besser geht's nicht. Und wir haben es doch durchgekappt. Hätte man nicht besser machen können. Von mir kommt noch ein Hihi zurück. Also 2000 Schaden gemacht, um die 2006 ermöglicht. Also das war eine coole Runde und ein Panzerass und doch teilweise knapper als unbedingt sein sollte. Arti hat mich gut ergänzt. Also von dem her hat es mir selber sehr viel Spaß gemacht. War auch eine schöne WN. Ich hoffe euch auch. Und ja, ansonsten beim nächsten Replay wird es wieder ein bisschen emotionaler. Trotzdem hoffe ich, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba. Bye bye, folks.